Mein Name ist Ralf Manske und ich möchte gern Bürgermeister von Wesseling werden. Wir befinden uns gerade in einem Transformationsprozess, was die Energie angeht. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir es schaffen, mehr Solardächer, Photovoltaik auf die Dächer in Wesseling zu bekommen, sowohl die öffentlichen Gebäude als auch eben die privaten Haushalte. Dazu ist es zwingend notwendig, dass die Stelle des Klimaschutzmanagers der Stadt Wesseling dauerhaft besetzt ist, weil hier tut auch Beratung Not. Für mich an Nummer 1 die Querspange Linie 19 von Brühl nach Wesseling in einer interessanten Taktung und darüber hinaus die Anbindung des Bahnhofs Sechtem mit einer stehenden Buslinie ebenfalls in interessanter Taktung, weil ich fest davon überzeugt bin, dass auch viele Wesselingerinnen und Wesselinger das Angebot der Bundesbahn mit dem Einstieg in Sechtem nutzen wollen. Wir stehen hier in dem belebten Teil der Fußgängerzone von Wesseling. Hier stimmt die Mischung zwischen Handel, Dienstleistung und Gastronomie. Wir haben einen anderen Teil der Wesselinger Innenstadt, der leider durch die Baumaßnahme am Fußgängertunnel im Moment etwas verwaist ist. Hier stelle ich mir vor, ein Angebot zu errichten, was auch diesen Teil belebt. Und dahinter schließt sich das Wesselinger Rheinufer an, was sehr interessant ist, auch für Gastronomie und Ausflüge. Und in Verbindung, möglicherweise auch mit der Linie 19, Querspange von Brühl, können wir mehr Kundinnen und Kunden nach Wesseling holen. Beispielsweise auch Personen, die vielleicht hier einen Arzt aufsuchen und dann hier die Attraktivität der Innenstadt erkennen. Wesseling hat schon vor längerer Zeit ein Areal erworben, was erschlossen werden soll an der Urfelder Straße. Das ist jetzt langsam schon etwas überfällig, dass wir da in die ersten Schritte gehen. Es ist genau so, dass einige Unternehmen in Wesseling sich erweitern wollen. Ich war letztens bei einem Wirtschaftsstammtisch, da ist das nochmal sehr deutlich geworden, dass da ein Interesse besteht. Darüber hinaus ist die Stadt Wesseling natürlich auch interessiert, neue Unternehmen, Start-ups nach Wesseling zu holen, um letztendlich auch Gewerbesteuereinnahmen zu generieren und Arbeitsplätze hierher zu holen. Als drittes hat man mir sehr abgeraten, das Thema anzusprechen. Aber hier in unserer Nähe ist das Norton-Gelände, ein seit mehreren Jahrzehnten brachliegendes Industriegelände. Und auch dies muss endlich erschlossen werden. Und ich bin davon überzeugt, in der 8-jährigen Amtszeit lässt sich das bewerkstelligen. Am 30. Oktober ist Bürgermeisterwahl und ich möchte Sie bitten, wählen zu gehen oder bis dahin schon per Briefwahl Ihre Stimme abzugeben. Dies ist für alle Kandidaten von Bedeutung, damit wir ein starkes Mandat haben.